Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es in ein BO6 Video. Und zwar zeige ich euch heute die Waffe, die mich alle meine Nerven gekostet hat. Die ich hatte. Die Goblin MK2. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie die Goblin MK2 in meiner Hand performt hat. Hierbei sehen wir extrem geile Headshots. Alter, dass ich das überlebt habe! Interessante Doppelkills. Richtige Momente, wo ich überfordert bin. So richtig schöne What-Momente. Ich mir auch. What? Ich habe mir das auch schon vorstellen können. Hä? What? Und natürlich Flix. Bevor ihr dieses Video allerdings weiterdreht, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Bei 500 Likes, wobei, machen wir es nicht ganz so, bei 10 Likes, mache ich einen weiteren Teil mit einer anderen Waffe. Mal gucken, welcher, je nachdem, was die Kommentare sagen. Und dann würde ich sagen, habt viel Spaß mit diesem Video. Jetzt wird's grottig. Jetzt wird's grauenhaft. Ja, brauch halt drei Schüsse. Was? Bei denen heißt es eine. Halt halt auch noch drei Schüsse aus. No! 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 Treff gleich wieder auf zwei. Auf lange, ne? Spielen. Der hat nichts mitbekommen. Der Typ hat nichts mitbekommen. Ja, später Schutzweste macht's möglich, denke ich. Da war. Gut, da war das Team richtig wach zu dem Zeitpunkt. Warum musste ich gerade den Target switchen? Zwei Erfolge. Ich mir auch. Ich habe mir das auch schon vorstellen können. Hä? Ich krieg einfach. Es geht einfach random Schüsse durch mich, auf mich, durch die Wand. Holy shit. So, nice. Okay, nehme ich auch noch. Nehme ich auch. Nein. Huhu. Unsere Garage. Alter, dass ich das überlebt habe. Wallbang, Bitch. Alter.
treffen. Nicht tot. Da alle irgendwo verteilt. Nehme ich den Doppelkill. Spawn-Treffer. Zwei Spawn-Treffer, noch geiler. Hey, komm, mach dich. Hinterm Auto gibt's kein Trophy-System mehr. Das Einzige, was ich daran sehe, ist, dass du die Gegner so maximal vermögen kannst. Ah, okay, gut. Das kann nicht wahr sein.